Lars, auf der einen Seite Glückwunsch zu einem, wie ich finde, tollen Comeback nach wochenlanger Pause. Auf der anderen Seite könnt ihr euch natürlich und du dir auch nichts verkaufen, weil am Ende ein 1-2 gegen Lautern steht. Was hat am Ende dann den Ausschlag gegeben, dass ihr es verloren habt? Ja, schwierig, das jetzt so kurz danach zu analysieren. Ich glaube, es war insgesamt ein schwieriges Spiel. Ich glaube, wir waren in den ersten 20 Minuten super im Spiel. Wir haben gedrückt und hatten auch viele Standardsituationen für uns. Und wenn da früh das Tor fällt, dann wäre es natürlich super für uns gewesen. Aber ja, wir fressen dann das Gegentor durch einen Fernschuss, wo wir nicht gut organisiert sind. Und dann gehst du halt in den Rückstand, was uns eigentlich auch nicht gut in die Karten spielt. Aber insgesamt sind wir hinten dran dann nochmal rangekommen und haben nochmal gehofft. Aber hat es leider nicht mehr gereicht. Ein Standard und ein Freistoß mit einem relativ unbedrängten Kopfball dann zum 2-0 reichen Lautern. Letztlich macht das den Unterschied aus zwischen einer Mannschaft, die eben um den Aufstieg spielt, wie die Roten Teufel, und einer, die dann immer wieder so blöde Rückschläge kassieren muss und unten nicht wegkommt wie ihr? Ja, das ist so. Also gerade die Standardsituation können manchmal Spiele entscheiden. Heute war es, denke ich mal, ein Brustlöser für Lautern, dann das 2-0 dann damit auch zu machen. Für uns natürlich ein weiterer Rückschritt, dass wir da wieder ein Standard-Gegentor bekommen haben. Das darf so nicht passieren. Das müssen wir analysieren. Und jetzt geht es Schritt für Schritt. Und wir müssen jetzt jedes Spiel so nehmen, dass wir das Spiel auch gewinnen. Weil ein Punkt reicht nicht. Und wir müssen da jetzt einfach Punkte holen, um da unten rauszukommen. Weil sonst wird es sehr, sehr schwer. Kämpferisch habt ihr heute alles gegeben, habt gezeigt, dass ihr auch das könnt. Und die Moral hat ja auch gestimmt. Das kann man wohl mitnehmen dann. Ins nächste Spiel geht es um einen, der auch oben dran anklopft, Braunschweig. Ja, es wird nicht leichter. Also definitiv. Also das ist auch ein ganz schwieriges Spiel. Aber ich denke, wir hatten da teilweise auch gute Ballbesitzform, wo wir in der hinteren Kette gut den Ball laufen lassen haben, um dann stückweise nach vorne zu kommen. Das war gut heute. Dann muss man natürlich Restverteidigung mit reinnehmen und dann halt vorne gefährlicher werden und dann einfach nochmal den richtigen Punch setzen, damit man auch das Tor schießt. Das lange pausiert, ich habe schon gesagt, heute dann vor über 7000. Wie war das? Ja, ich glaube, eine super Stimmung heute. Ich glaube, wir haben was genossen heute vor so vielen Fans. So wünschen wir uns natürlich jedes Spiel, aber ich weiß, dass es nicht auch immer möglich ist. Weitermachen jetzt und ich hoffe, vielleicht nächstes Heimspiel kriegen wir die gleiche Unterstützung. Dennis, es war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Spiel, allein schon wegen der äußeren Umstände. Es fing mit einer halben Stunde Verspätung an, wegen des starken Schneefalls. Der Platz musste erst noch von Schnee und Wasser geräumt werden. Trotzdem, ihr wart sofort gut drin im Spiel, gell? Ja, wir waren total motiviert und wir waren auch begeistert auf die ganze Kulisse. Auch wenn es viele Kaiserslautern-Fans waren, das spornt uns auch natürlich an. Und die halbe Stunde war natürlich ein bisschen komisch für uns, aber wir waren voll fokussiert und am Anfang lief es auch sehr gut für uns. Dann habt ihr durch einen Distanzschuss das 0-1, wie Lars Dietz schon hier gesagt hat, gefressen. Aber ihr habt dann Moral gezeigt und deutlich dagegen gehalten. Es war wirklich kämpferisch insbesondere ein gutes Spiel von euch. Ja, das kann man so sagen, aber leider stehen wir wieder ohne Punkte da. Das zieht sich schon die ganze Saison so durch und ja, wir haben gut zurückgekämpft, haben auch gute Chancen gehabt und wenn wir es besser ausgespielt hätten oder vielleicht auch das Quäntchen Glück gehabt hätten, weil oft war auch ein Fuß dazwischen oder was anderes und dann gehen wir leider wieder ohne Punkte hier raus. Warum reden wir immer über zu leichte Gegentore und zu wenig genutzte Chancen? Ja, leichte Gegentore, kann man jetzt nicht sagen, wir haben uns heute voll reingeschmissen und dass man so einen Schuss frisst, das kann immer mal passieren, aber wir kriegen es halt gerade nicht hin, irgendwie vorne dann halt auch die Dinge reinzumachen. Am Schluss ziehen wir halt noch mal richtig an und schießen dann auch noch Tore, aber das ist halt dann meistens zu spät und wir haben es eigentlich drauf, aber es kommt irgendwie immer auch bei mir immer ein Fuß dazwischen oder auch bei anderen und ja, soll irgendwie nicht sein. Und beim 0-2 warst du gegen Beuth im Kopfballduell, das war ja wahrscheinlich auch nicht so zugeteilt, oder? Ja, ich war auf den ersten Pfosten sozusagen, wir hatten keine Manndeckung und der Ball kam halt perfekt von Wunderlich über meinen Kopf, ich bin nicht mehr hingekommen und dass Beuth ein guter Kopfballspieler ist, das weiß man ja, ist natürlich ärgerlich, ich ärgere mich vor allem selber, weil mit dem 1 natürlich noch mehr drin gewesen wäre, ja, ist jetzt leider so passiert. Von dir fand ich es aber eine starke Leistung auf einer Position, die du noch nicht so oft wahrgenommen hast. Normalerweise warst du dann als Rechtsverteidiger immer unterwegs, heute im defensiven Mittelfeld. Mit, wie ich fand, einer starken Leistung. Liegt dir das besser?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt einfach, ich bin ausgebildeter Sechser und ich habe beide Positionen, spiele ich sehr gerne, egal Rechtsverteidiger oder Sechser oder auch Achter. Und ja, heute war so ein Spiel, ich habe mir selber sehr viel vorgenommen und ja, ich bin froh, dass ich es umsetzen konnte. Aber natürlich bin ich sehr, sehr enttäuscht, weil ich habe echt gehofft, dass wir hier mit Punkten nach Hause gehen. Was kann man jetzt mitnehmen? Es kommt mit Lautern ja wieder mit Braunschweig wieder ein starker Gegner, der auch oben anklopft, der aufsteigen will. Eine tolle Kulisse wird es wahrscheinlich auch wieder sein bei der Eintracht. Ist das was, was ihr heute auch aufsaugen konntet und vielleicht mitnehmen könnt, zusammen mit der Erkenntnis, wir können auch Kampf, wir können auch Moral, wir können auch dagegenhalten? Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke mal, Kaiserslautern war auch sehr gut in Form und wie wir heute dagegen gehalten haben, kann man sich schon zeigen lassen. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir punkten und am besten gegen Braunschweig. Das wäre sehr wichtig. Und ich oder egal wer spielt, wird alles geben, dass wir auch die Punkte einfahren.